Sie verkaufen in den Niederlanden und Belgien auf bol.com und suchen jetzt noch die passende Lösung zur automatisierten Rechnungserstellung und dem Rechnungsversand? Da ist EasyBill die Lösung für Sie. Und das Ganze egal, ob Sie Ihr Unternehmen in Deutschland gegründet haben oder ob Sie ein niederländisches oder belgisches Unternehmen haben. EasyBill unterstützt Sie hier in allen Belangen. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt direkt mal an und wir springen direkt in die Software hinein. Zunächst einmal rufen wir den Import Manager oben rechts in der blauen Menüleiste auf. Und im Import Manager geht es zu dem Menüpunkt Einstellungen Shop. Hier, falls noch nicht aktiv, setzen wir den Haken bei bol.com und im unteren Seitenrand klicken wir auf Speichern. Jetzt wird Boll links außen in der grauen Leiste eingeblendet, bol.com API. Da klicke ich jetzt also einmal drauf. Und dort muss jetzt ein Public Key und ein Private Key eingetragen werden. Um an die zu kommen, müssen wir einmal in den Boll-Account hineinwechseln. Wenn Sie sich dort eingeloggt haben, klicken Sie einmal oben rechts auf Ihren Verkäufernamen, dann darunter auf Installingen. Im nächsten Fenster auf Diensten und API-Installingen und dann finden Sie unter API-Keys for Produkte die Schlüssel, die Sie brauchen, nämlich den Public Key und den Private Key. Die markieren Sie, kopieren Sie und fügen die dann in den Import Manager entsprechend ein. Anschließend wählen Sie aus, was wir importieren sollen. Ob wir alle offenen, das heißt unverschickten Bestellungen importieren oder alle verschickten Bestellungen. Wenn Sie den Fulfillment-Dienst von Boll nutzen, dann sollten Sie immer nur die verschickten Bestellungen abrufen. Denn rufen wir nur die offenen Bestellungen ab, könnte es ja sein, dass zwischen zwei Importvorgängen Boll bereits Ware verschickt hat und die würden Ihnen dann hier als Rechnung fehlen. Und wenn Sie den Eigenversand machen, also wenn Sie Ware selber versenden, auch dann sollten Sie bei der Auswahl derzeit offene Bestellungen sicherstellen, dass Sie Bestellungen erst dann als verschickt markieren, wenn sie in EasyBill importiert worden sind. Ansonsten einfach nur die bereits versandten Bestellungen abrufen, dann haben Sie hier auch vollständige Daten. Wenn Ihre Boll-Rechnungen bislang auf anderem Weg geschrieben worden sind, könnten Sie über das Feld Datum, ab wann wir Bestellungen importieren sollen, auch noch auswählen, dass wir erst Käufe ab einem bestimmten Kaufdatum zum Import berücksichtigen und falls sie uns übermittelt werden sollten, vor diesem Datum würden wir sie entsprechend ignorieren. Um den Import zu automatisieren, haben Sie dann hier unten noch die Wahl des automatischen Importes, wo Sie eine oder zwei Uhrzeiten, sagen wir einfach mal 8 Uhr und 15 Uhr, auswählen können, speichern das Ganze ab und wenn der Haken automatischer Import ist aktiv gesetzt ist, werden ab jetzt zu diesen Uhrzeiten die Boll-Bestellungen abgerufen, die der oben genannten Auswahl entsprechen und automatisiert zu Rechnungen gemacht. Was steht auf dieser Rechnung jetzt drauf? Das definieren Sie links außen in der grauen Leiste über die Rechnungstexte. Hier können Sie definieren Einleitungstext, Abschlusstext und den durch Platzhalter auch ergänzen, diesen Text. Diese Platzhalter, die fügen Inhalte dynamisch in Ihren Text ein. Hier in dem Beispiel Ihre Bestellungsnummer, dann kommt die Bestellnummer vom und das Kaufdatum. Über diese Platzhalter, die kommen aus der sogenannten Template-Sprache Liquid, können Sie auch Abfragen übrigens generieren, um beispielsweise, wenn ein Kunde aus den Niederlanden kommt, einen niederländischen Text aufzudrucken und ansonsten einen deutschen Text aufzudrucken oder einen englischen Text oder. Also können Sie verschiedene Abhängigkeiten nach Sprache des Kunden, gekauftem Artikel, Herkunft der Bestellung, also wenn Sie auch auf verschiedenen Marktplätzen und Shops verkaufen, sind Sie hier ganz flexibel. Meine Kollegen aus dem Support helfen Ihnen da gerne bei der Einstellung. Sie haben aber auch, wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, die Platzhalter alle nochmal erklärt und auch hier so ein paar Beispielabfragen an der Stelle aufgeführt, die Sie auch schon nutzen können. Für die steuerliche Betrachtung ist natürlich wichtig, dass wir wissen, von wo wird Ware geliefert. Sollten Sie den Versandservice, den Fulfillment-Service von Boll, also dieses Fulfillment bei Boll nutzen, dann wissen wir, wo die Ware lagert und setzen dann die Niederlande als Absenderland an. Wenn Sie jetzt selbst in den Niederlanden lagern sollten, dann können Sie das aber auch hinterlegen. Und zwar, wenn Sie hier den Menüpunkt Einstellungen aufrufen, Allgemeines und dann links außen auf Steuerliches klicken, können Sie auch das Versandland angeben, in dem Ihre Ware lagert. Wenn Sie verschiedene Lagerländer haben sollten, also manche Ware in den Niederlanden lagert, manche Waren in Deutschland lagern, vielleicht einige in Belgien lagern, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Die Kollegen aus dem Support, die haben dann auch Tipps für Sie, wie Sie diese Einstellung entsprechend vornehmen können. Wenn die Rechnungen nicht nur erstellt, sondern auch per E-Mail verschickt werden sollen, dann können Sie das natürlich auch konfigurieren. Auch dazu gehen wir auf den Menüpunkt Einstellungen, Allgemeines und dann geht es links außen auf E-Mail-Versand.
Hier setzen Sie den Haken, dass Rechnungen automatisch per E-Mail versendet werden sollen, setzen den Haken, dass der hier angesetzte Text auch genutzt werden soll und können dann auch hier wieder mit Platzhaltern und mit Abfragen, wenn dann Konstellationen arbeiten. Selbstverständlich, auch hier hilft unser Support-Team Ihnen gerne weiter. Was häufig passiert bei den ersten Importen, da will man es vielleicht noch gar nicht automatisiert machen. Da will man so noch ein bisschen sehen, was kommt denn da überhaupt rein oder erstmal einen Testimport machen, bevor man irgendwas automatisch an Kunden rausschicken lässt. Dazu gehen Sie hier oben einmal auf Import, um so einen manuellen Import durchzuführen, wählen als Importquelle boll.com aus und setzen dann das Datum an, beispielsweise den 1. September, von dem an jetzt der Abruf durchgeführt werden soll. Dann klicken Sie auf Importieren und anschließend startet im unteren Bereich des Bildschirms ein Importvorgang. Wenn der abgeschlossen wurde, dann hat er erstmal den Status importiert. Sie sehen dann, wie viele Bestellungen hier importiert worden sind, was der Nettoumsatz dieser Bestellungen war und könnten über den Aktionen-Button dann sich entweder diese Bestellungen erstmal anzeigen lassen, um zu schauen, was bekomme ich für Daten, Bestellnummer, Kundendaten, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Preise, Steuersatz, Versandkosten, all das können Sie sich einmal anschauen, bevor Sie dann die Rechnungserstellung auslösen. Sie können aber über diesen Button Aktionen auch direkt die Rechnungserstellung durchführen. Und wenn der automatische E-Mail-Versand dann aktiv ist, würden die anschließend auch direkt per E-Mail versendet, auch bei solchen manuellen Importen. Übrigens ganz wichtig für Online-Händler, die international handeln, die Ware grenzüberschreitend innerhalb der EU senden, haben Sie die Umsatzschwelle von 10.000 Euro im Blick für grenzüberschreitende Lieferungen. Ab der greift das OSS-Verfahren bzw. die Ziellandbesteuerung. Was es damit genau auf sich hat, erkläre ich Ihnen ganz einfach in diesem Video, wo ich Ihnen auch zeige, wie das mit EasyBill problemlos für Sie umgesetzt ist. Schauen Sie am besten direkt rein, damit Sie da bestens informiert sind. Bis dahin.